So, und damit, Alter, Leute, was geht ab? Sie haben es angefangen. Gott auf Vorrat, Nerk. Schön, dass ihr wieder mit meinem Bock habt. Jo. Wir sind immer noch in Nilfheim. Glaube ich, dass es so heißt. Bin mir sicher. Boah, gib mir diese Kartenkacke auf den Sack. Alfheim ist das, genau. An Alfheim. Aber im letzten Video, ja, die Nemesis so angefangen. Was hat es mit Odins Raben auf sich? Können sie ihn überall hinbringen? Bis auf die Zwischenwelt. Zum Glück. Warum? Ist nicht so leicht zu finden, dank zwergischer Verzauberungen und Yggdrasils Natur. Hm. Für uns. Der meiste Sand hat sich gelegt. Aber da hinten wütet noch ein Sturm. Meinst du, das heißt... Noch ein Hafkufer! Da ein Hafkufer? Okay, dann sollte man da nochmal gucken gehen, ne? Ja, auf jeden Fall sind wir hier immer noch in Alfheim, haben die Nemesis gemacht und haben dieses Quallenvieh da befreit, was da oben rumschwirrt. Welches hier? Oh. Wow, was war das? Draugan, von links! Nein, er hat mich erwischt. Ja, mit so ein bisschen. Mit so wenig Leben ist das ein bisschen räudig. Egal. Gucken, dass wir irgendwie mehr Leben kriegen und dann. Wieso habe ich eigentlich keinen Erweckungsstein mehr? Ah, okay, jetzt gar nicht. Mir kam da ein Gedanke. Einmal zum Kampf. Du brennst, Kratos! Geht vorbei! Schnell! Oh, er trifft mich auch! Häng doch nicht an dieser festen Kante weg, fest, du Pimmelbirne. Er hängt einfach an dieser scheiß Kante fest. An so einer mistigen Kante von einem dummen Stein. Junge, was ist denn da los? Manchmal bist du schon ein hartes Moped, wa? Noch mehr drauf. Aber das war's wahrscheinlich.
Schieß auf den falschen Troll. Wieso ist da Blut? Ich hab noch gewusst, nicht draufhauen. Ah, ich hätte die Axt werfen sollen. Hm, jetzt weiß ich. Toll, jetzt habe ich hier keine. Noch mehr drauf. Auf den Anz- Will der mich denn komplett verarschen? Junge, bist du für ein mistiges Kind? Was ist eigentlich mal mit Wut? Mit Rage? Ja, jetzt ist das Ding voll. Oh, Scheiße, wir gehen mir richtig hart auf den Sack, Alter. Sag ich mal mit so einem Scheiß. Roten Schach.
schnell! Du brennst, Kratos! Das geht vorbei! Eine grausame Herrscherin. Sie war zu wütend, um zu sterben. Wir werden sehen. Meine Fresse, ey. Geht mir das jetzt schon wieder hart auf den Senkel. Okay, na los, lass hören. Du hast gesagt, du hättest ein Lieblingsgedicht aus deiner Heimat. Worum geht es? Mein General, ein Krieg wegen Liebe. Ich glaube, ich kenne es. Ging es dann nicht um ein merkwürdiges Pferd? Ja, aber so ist es nicht abgelaufen. Oh, eine wahre Geschichte also. Und du warst dabei. Ja, das Gedicht gefällt mir besser. Weil es um ihn ging. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Nach seinen Reisen in die Länder jenseits der Meere fragen. Du willst die Welt bereisen? Ich weiß nicht. Vielleicht neue Orte sehen. Mehr herausfinden. Über mich selbst. Ja! Ich habe Viecher noch nie ganz genau angesehen. Löwen mit Schuppen. Wieso hängst du an so einem dämlichen Stein da fest? Ich glaube, es hackt. So was Dummes. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Kommt doch kein Schwein hin. Wie soll denn das jetzt funktionieren? Wie zum Henker soll das jetzt funktionieren? Ich komme hier weder in den Turm da rein, noch komme ich da oben drauf. Soll ich dann die Funzel da oben aufmachen? Ach so. Ja. Ich wollte schon sagen. Oh, noch ein Horn. Fehlt noch eins. Da, Wuffis. Ja. Mimir, du hast neulich Odins Raben erwähnt. Was
hindert ihn daran, die zu benutzen, irgendwo aufzutauchen und jeden zu entführen, den er will. Einverständlich. Man kann nur nach eigenem Willen mit Odins Raben reisen. Oh, ist ja nicht so schlimm. Ui, ui, ui. Wer denkt würdige Geschichten von Thor und Odin? Was ist mit Fjörgin? Thors Mutter war eine Riesin, stimmt das? Das war sie. Die Umstände ihres Todes sind bestenfalls unklar. Aber ich weiß nicht, was die Tat Odin zuzuschreiben ist. Er war danach nicht mehr derselbe. Oh, ich weiß. Da war noch Skadi, die Königin der Jagd. Ja. Sie verschmähte Odin und er brachte sie mit einer List dazu, ihren Vater zu töten. Warte. Was ist das? Die Runen. Was ist das hier? Ja, Karte funktioniert ja nicht. Hat hier eine Grabstätte oder so? Kann ja über nichts machen. Und die hier in der Mitte? Weiß ich nicht. Naja, gibt's dann immer nichts mehr. Die Soldaten in Svartalfheim, das waren Einherjar? Ich dachte, Einherjar wären nur Geistern, weil halbes Ragnarök beginnt. Sie waren keine Geister. Ganz genau. Odin muss ein Schlupfloch gefunden haben, um seine Truppen früh als stehendes... Halt, warte mal. Das ist ja, der Eingang. Vielleicht etwas, das er nur ohne ehrliche Walküren tun konnte, die ihm im Weg gestanden hätten. Okay, so funktioniert es auch wenig. Komm ich irgendwie hoch? Wahrscheinlich eher nicht. Ich muss sie ja von einem ganz spitzen Winkel treffen, aber so weit komme ich ja gar nicht. Yeah.
machen wir es so. Keine Ahnung, ob das so geplant ist, aber. Ich hab dazu. Ich weiß es nicht. Weißt es nicht mehr? Warum fragst du? Weiß nicht. Ob wir vergleichen können. Das hier ist kein Wettstreit. Na ja, doch. Noch nicht. So, das war's. Bis auf das eine Ding da hinten kann ich noch nichts mehr machen. Da ist ein Ding da oben. Tolle Kristallarbeit in diesen Algengarben, die du da hast. Ich kaufe sie dir ab. Stets zu Diensten. Und Atreus? Du bist ein echter Archäologe geworden, was? Ich reinige mein Werkzeug. So. Oh, hast du kurz Zeit? Ich bin überrascht, dich hier zu sehen, Cindy. Du musst den Sand hassen. Oh, es ist das Letzte. Aber der Brock aus Alfheim verbannt ist, fällt es mir zu, euch alle in Bestform zu halten. Warum ist Brock aus Alfheim verbannt? Oh, das, ich weiß nicht, ob... weißt du, was ein saftiger Nickel ist? Nein. Tja, dank Brock wissen die Alben das jetzt. Was ist ein saftiger... Nein. In Nilfheim, da gibt es eine Mission. Odins Augen. Was ist denn? Ach so. Nach Nilfheim reisen. Ne, können wir immer noch mal machen. Was war denn? Der Schmelztiegel. Muspelheim. Kommen wir auch noch nicht hin. Tja, ich hoffe, Tyr hatte genug Zeit, sein Gleichgewicht zu finden. Was auch immer. In der Tat. Ich sah den alten Kriegsgott in ihm aufblitzen. Aber nur flüchtig. Es ist nichts Falsches daran, gegen den Krieg zu sein. Oder gegen die Prophezeiung. Da hast du wohl recht. Man kann sich nie ganz sicher sein, was die Riesen damit gemeint haben. Nicht der Einzige, der sich erinnert, dass sie unsere Reise nach Jötunheim voraussagten? Wenn die Riesen sahen, wie Tyr bei Ragnarök Armeen anführte, glaube ich ihnen. Die Frage ist nur, wie du Tyr dazu bringst, das zu glauben. Gar nicht. Meister Kratos, auf ein Wort bitte! Sprich.
Solltest du einmal meine Dienste benötigen und ich gerade nicht da sein, habe ich dieses praktische Windspiel angebracht. Wirf einfach deine Axt darauf, um mich zu rufen, und ich eile sofort herbei. Bitte. Ah, du hast es begriffen. Also gut, ihr wisst, wie ihr mich erreicht. Davon abgesehen rede ich auch gerne über alles andere, was mich beschäftigt. Ich habe eine Frage. Vorzüglich! Ich biete den Wissbegierigen gerne meine Führung an. Hinter dem Vorsprung, bei dem Tor dort, habe ich diese Drachen bemerkt. Drachen? Oh nein, junger Meister Atreus, das sind Lindwürmer. Der Nachwuchs Nidaugers. Nidauger? Das ist die Mutter? Richtig. Sie ist außerdem gewissermaßen ein wichtiger Teil des Lebenszyklus von Yggdrasil. Ich kümmere mich hier oben um die Äste. Und Nidauger frisst von unten die Wurzeln, damit nichts wuchert. Eine feine Balance. Sind Sie freundlich? Nicht ansatzweise so umgänglich wie ich, aber es gibt keinen Grund, Feindseligkeiten zu erwarten, solange man sie in Frieden lässt. Nidauger ist eine strenge Matriarchin. Sie beschützt ihren Nachwuchs und ist ebenso entschlossen, sie ordentlich zu disziplinieren. Das klingt... vertraut. Dann lasse ich euch mal in Ruhe. Tja, Drachen. Ah, schön, dass du wieder da bist, Junge. Komm und hilf mir, ja? Oh, klar. Immer Neues. Doch, ich kann, glaube ich, die Was habe ich denn gekriegt für eine Dinge? Ich denke mir schon, was ist das für eine Melodie? So läuft so eine Melodie an meinem Handy. Alter, ich denke schon ganz einfach, bimmelt er so. Ja, dann. Ach so, weil ich den wieder verbessern kann. Ah! So. Damit hältst du ordentlich aus. Geschliffenes Metall. Ja, danke für nix, Alter. Hey, was habe ich denn gefunden, dass ich das verbessern kann? Weißt du eigentlich, was er in seinen sogenannten Eintopf reintut? Gemüse. Verdammtes Gemüse. Direkt aus dem Dreck. Das ist einfach nicht richtig. Ah ja, okay. Atreus. Yes. Vorsicht, Vorsicht! Danke. Freunde, lasst es euch schmecken.
Das werden wir sehen. Hier, bitte sehr. Eine Mahlzeit für einen Streiter. Genug. Ich sagte, wir sprechen nicht mehr davon. Ja, natürlich. Wollte keinen kränken. Ich bin nicht gekränkt. Ist nur ein Wort. Ein Wort, das dir die Sinne vernebelt. Also, glaubst du wirklich, es bedeutet nichts? Die Reise, auf die Mutter uns schickte. Was für ein Jütenhelm sahen? Wozu das alles? Denkst du das nicht auch mal? Jeden Tag. Aber ich glaube nicht, dass sie wollte, dass du törichte Risiken eingehst. Und wenn die Riesen auf mich zählen? Welche Riesen? Ich zähle auf dich. Sicher zu sein. Und schlau. Aber Dinge zu beurteilen wie ein Mann und nicht wie ein Kind. Aber was, wenn Luke in den Eisenwald gehen muss? Du bist Atreus. Mein Sohn. Und nichts mehr. Verstehst du? Hab keinen Hunger mehr. Verzeih mir, Kratos. Meine Worte waren achtlos gewählt. Du solltest essen. Manche schwören darauf. Sie tun's sogar täglich. Ich verstehe das nicht. Was soll das alles mit Loki, dem Streiter und Eisenwald, wenn nichts real ist? Erst einfach! Darf ich dir den besten Rat für den heutigen Tag und vielleicht immer geben? Schlaf. Dann klärt sich all der Ärger, der deinen Kopf belastet. Klar. Schön, schlafen. Klingt gut. Ich mein's ernst. Ja, ich auch. Und jetzt raus mit dir. Bin schon weg. Mit dem Bogen. Loki. Kann ich was machen? Ach doch, ich kann laufen. Ich sehe den. Okay, gut. So Leute, ich wollte sagen, dann bin ich aber hier ein passendes Video, bevor wir jetzt hier weitergehen. Ja, schön, dass ihr wieder bei seinem Bock wartet. Jo, jetzt habe ich keine Ahnung, wo wir sind. In irgendeiner Vision. Vielleicht. Sieht mir ja aber aus wie die sieht mir aus wie dieses Reich der Schreine. Nur diese Zwischenwelt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das ist. Gut, wenn wir uns hier jetzt im nächsten Video mal umsehen. Keine Ahnung, was das hier jetzt ist. Ob das jetzt seine Mutter mit ihm redet oder ob das jetzt einfach nur diese Kugel ist. Vielleicht ist auch die Kugel einfach nur ein Teil von seiner Mutter, die er für Nachrichten für ihn hinterlassen hat. Keine Ahnung, werden wir es im nächsten Video erfahren.
Jetzt kann ich nur raten und spekulieren. Deswegen. Wenn ihr Bock drauf habt, dann seid gerne beim nächsten Mal dabei. Würde ich ganz gerne mich selber freuen. Oder wie ich sage, wünsche ich euch wieder mal Eier. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin und tschüss.